Meine Damen und Herren, 1986 fand das Schleswig-Holstein-Musikfestival zum ersten Mal statt. Und wohl niemand glaubte so fest an einen durchschlagenden Erfolg wie die Initiatoren. Sie waren mit dem Anspruch angetreten, Musikkultur von internationaler Qualität in eine eher landwirtschaftlich bestimmte Region zu tragen. Und der Erfolg gab ihnen recht. So haben sich auch in diesem Jahr viele Interpreten der Spitzenklasse bereitgefunden, beim Festival im nördlichsten Bundesland mitzuwirken. Mit einem festlichen Konzert im Lübecker Dom wurde heute Abend das Schleswig-Holstein-Musikfestival 1986 in einer Koproduktion von ZDF und NDR eröffnet.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.